Willkommen zurück zu diesem fünften Punkt in meinem Countdown der Top 10 Dinge, die du für 2022 erledigen darfst, berücksichtigen darfst, damit es dein bestes Jahr wird. Was ist eins der wichtigsten Themen überhaupt, die es gibt, die die Menschheit von jeher eigentlich beschäftigt? Also es geht darum, mit seinen Gedanken im Reinen zu sein, beziehungsweise zu verstehen, was mir durch den Kopf geht. Ist es entweder positiv oder negativ? Darauf komme ich hier zu sprechen. Wenn dir das Thema gefällt, wenn dir dieser Countdown gefällt, wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere gerne meinen Kanal, setz ein Like drunter und schreib in die Kommentare, was du an Kritik, was du an Verbesserungsvorschlägen hast, würde mich sehr freuen. 2022 steht vor der Tür. Dieses Jahr 2021, in dem wir uns gerade noch befinden, war eine enorme Herausforderung, deine Gedanken hygienisch zu betrachten. Ich rede auch immer von Gedankenhygiene. Darum geht es letztlich. Und das ist eines, was wir vielleicht nie gelernt haben, aber was es zu beherrschen gilt. Denn wenn du Ziele hast, wenn du dir Vorsätze genommen hast und du willst dich darauf ausrichten, dann kannst du nur an deine Ziele kommen, indem du bewusst entscheidest, was in deinem Kopf vorgeht. Sprich, du spürst in dich rein und du merkst, ah, dieser Gedanke, der jetzt der Auslöser wieder war für meine Gefühle, für meine Aktionen letztlich, ist eher produktiv, bringt mich in die Zielrichtung. Oder auf der anderen Seite ist er eher destruktiv, reißt mich wieder aus meinem Fluss raus, bringt mich in eine schlechte Schwingung, macht mich lethargisch, traurig, depressiv, was auch immer du wahrnimmst. Sei es dir bewusst, dass alles von deinen Gedanken ausgeht und je mehr du verstehst, diese Gedanken auch entsprechend zu filtern, beziehungsweise die Energien, die deine Gedanken auch in gewisser Art und Weise immer wieder beeinflussen, dass du dir sagst, was ist die Quelle dieser produktiven Gedanken, was ist die Quelle der negativen Gedanken und wie kann ich mich maximal im Umfeld dieser Quelle der produktiven Gedanken, der motivierenden, der inspirierenden Gedanken, Energien befinden und weggehen von diesem Negativen. Denn es geht wieder darum zu verstehen, wenn dir wirklich daran was liegt, diese Vorsätze einzuhalten, dann gilt es darum, entsprechende Entscheidungen auch zu treffen, deinen Weg zu gehen. Und das ist für mich die Erfolgsformel Nummer eins oder die Vorgehensweise, Priorität Nummer eins ist, du konzentrierst dich auf deine Ziele. Du weißt, wenn du willst diese Ziele unbedingt erreichen und du weißt, welchen Weg es zu gehen gilt. Deswegen leg dir einen Prozess zu, in dem du aufgehst, von dem du weißt, dass er dich an deine Ziele führt. Und wenn du es schaffst, diesen Prozess zu finden und diesen Prozess auch zu leben, dann wirst du irgendwann mal resistent gegen diesen ganzen Bullshit, der draußen abgeht, der von anderen Menschen kommt, die dich vielleicht nicht unterstützen. Denn das Wichtigste ist ja, dass du im Leben glücklich bist. Und wenn du einen Prozess lebst, einen Plan verfolgst, der dich zu dem macht, der du wirklich sein wirst und der dich zu deinen Zielen führt, die du wirklich erreichen wirst, was gibt es Schöneres? In dem Sinn, sei dir bewusst, die Gedanken sind der Antrieb, sind das Laufrad für alles, was du haben willst. Das ist der Startprozess, der angetrieben wird, kommt immer von deinen Gedanken, die entscheiden über alles, was danach passiert, sind verantwortlich für deine Realität, für deine Gefühle, für dein Tun, für dein Handeln, für deine Ergebnisse, für deine Gewohnheiten. Wenn du dich dem mal bewusst wirst und wenn du das geschafft hast, diese Kontrolle zu gewinnen, die Herrschaft über dein Leben und was letztlich, deswegen heißt es auch Leben führen, bedeutet immer, du führst dich selber, du kannst deine Gedanken, lenken und wirst nicht gelenkt von äußeren Bedingungen. Dann wirst du der Meister, die Meisterin von deinem Leben und darauf kommt es an letztlich. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen. Vergiss nicht, Gedankenhygiene 2022, ein wesentlicher Punkt, um Erfolg zu haben, um glücklicher zu werden, die Dinge zu erreichen, die dir wirklich am Herzen liegen.
In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich bin da. Lass mir gerne ein Like, Abonnement, ein Kommentar. Würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und alles Gute, viel Glück weiterhin. Nur das Beste für dich. Bis dann. Ciao.